haben Sie das noch eins gefunden? Sehr gut, sehr gut. Zu mir. Herzlich willkommen zu unserer Ostersendung mit Hansi Staudt. Und hier sucht auch noch wer Ostereier. Aber ich Sie auch. Sie Kröpfel, du hast auch eins gefunden. Und das ins das heißt, Nestchen. In unser Nestchen. Ins Nestchen. So. Ja, super. Ostern, österlich, typisch, oder? Was isst man zu Ostern? Osterschinken traditionell, genau. Im Brotteig natürlich. Ja. Da haben wir da einen wunderschönen Schinken. Ja. Also dieser ist schon gekocht von Wiesbauer. Hast du den dir liefern lassen wieder? Ja, im Internet, wir kennen das. Ja. Funktioniert. Aber den Brotteig müssen wir schon selber machen. Den müssen wir selber machen. So, da haben wir 250 Gramm Roggenmehl, 250 Gramm Weizenmehl. Gemischt hast du gemischt das. Gemischt, ja. Da brauchen wir dazu, ja, haben wir lauwarmes Wasser, ein Esslöffel Essig, ein Eidotter, zwei Esslöffel Milch und das war's. Gut verrühren. Die Rezepte können Sie auf unserer Homepage nachlesen. Zwei Esslöffel Olivenöl ist auch drin. Olivenöl auch immer super bei Brot, ja, mitzupacken. Da machen wir jetzt einen einfachen und natürlich ca. 40 Gramm Hefe. Immer Küchentemperatur sollte stehen. Das sieht man da schön. Und dann mal ein bisschen salzen, ist natürlich auch wichtig. Ja. Also und das heißt, geben wir jetzt das rein. Und wir machen keinen Dampfen, wir verrühren das einfach. Okay. Vielleicht kannst du das bitte machen. Ja, und dann lassen wir einfach ca. 20 Minuten gehen dann. Da tun wir jetzt noch ein bisschen Mehl drauf. Ja. Mehl deshalb, damit die Schicht oben nicht fest wird. So. Sehr gut. Und das war's. Einen warmen Ort. Ja. Da haben wir einen Ofen, da ziehst du dann eh schön von der Wärme rauf, oben drauf. Und dann lassen wir gehen. Na, schau, wie schön. Na bitte. Herrlich. Perfekt. Also das heißt, warm muss sein, ziehen darf es nicht. Muss der ausgekühlt sein oder ja. Wie ist das? Der muss ausgekühlt sein. Ja. Mr. Bunny Rabbit, Mr. Bunny Rabbit, where are your Easter eggs? So, das schöne Stück Schinken. Bitte, die Assistenz ist hier. Danke. Mr. Bunny Rabbit, Mr. Bunny Rabbit, where are all your Easter eggs? Also, das heißt schön einpacken jetzt. Genau, schön einpacken, ja. Wichtig. Ja. Den Rest, was machen, machen wir. Von hinten, das ist wichtig zuerst? Oder nein, es ist einfach, dass er schön zugeschlossen ist. Ja. So. Okay. Schön. Na bitte. Und jetzt wird er mit Wasser bestrichen. Teig ist eingerollt. Was machst du jetzt? Sollen wir das ein bisschen betupfen? Deshalb, weil der innen bildet sich natürlich Hitze. Mhm. Jetzt, die muss irgendwo raus, der Dampf. Ja. Und darum sticht man da rein, dass der ein bisschen entflauchen kann. Und so ist der innen nur hohl wie Hohlkörper, schaut nicht gut aus. Auch vom Fleisch. Ja. Sollen wir mit Wasser bestreichen? Okay. Nur Wasser, gell? Das ist beim Brot so. Das reicht. Also kein Ei, kein Nein, Milch? Nein, gar nichts. Ne? Und dann ab in den Ofen. Wie lange dauert das dann? Ja, ca. 40 Minuten dauert das schon. Ja. Bei welcher Hitze? 180 Grad, Heißluft. Passt. Was sagen die Herren? Ja, sensationell. Over here, no, no, no. Over there, no, no, no. Mal. Wie schaut's aus? Boah. Perfekt, oder? Ja, Wahnsinn. Kitschig schön. Und es riecht gut. So wie gemahlen, oder? Ja. Und wenn ich jetzt nur das essen möchte, ja. Ich meine, es gibt nichts Besseres. Also wie sie diese schönen eingelegten Sachen. Ist und weil es perfekter dazu passt, glaube ich. Vielen Dank, die Herren. Ein kleiner Bitte. Osterhase. Na, für dich, lieber Sigi. Und für dich, lieber Hans. Schön was, mit euch hier bei Kerschmer zu kochen. Wir wünschen frohe Ostern. Und dafür gibt es aber auch. Noch ein Osterhase. Ups. Ah, oh, ist ausgeschieden. Nein, nur fester. Also. So.